Moin und hallo zu einer neuen Folge OMSI 2, der Omnibus Simulator. Heute sind wir unterwegs auf der Map Baumgarten mit einem MAN Lion City G. Und ja, ich hätte gesagt, wir fahren gleich mal an. Wir wählen eine Linie aus. Das wäre die Linie 17 in Richtung von Albert Fleischhacker Platz in Richtung Moosanger Fichtenweg. 11 Uhr Abfahrt, 11:35 Uhr ist Ankunft, also genau 35 Minuten. Den wählen wir aus. Wir lösen Wagen Nummer 303 ab. Und ja, ich würde sagen, wir steigen uns gleich mal in den Bus ein. Die Elektronik ist schon eingeschaltet. Der Mod läuft jetzt auch. Genau, dann müssen wir in 11 Minuten ist Abfahrt. Wir müssen aber noch das IBIS einstellen. 011700. Das Ziel war die 172. Dann die Route war die 02. So. Wunderbar, passt. Im Bus sollte es jetzt auch angeschildert sein. Hier oben in Weierstraße ist unser nächster Halt oder unser erster Halt. Und ja, ich hätte gesagt, wir rücken gleich mal davor Richtung Haltestelle. So. Genau da müssen wir rein. So. Da vorne warten schon die ersten Fahrgäste. Lassen wir einsteigen. Guten Tag. Hallo. Mir ist das Hallo. zu kalt hier im Bus. Oh, zu kalt. Dann müssen wir hier mal die Heizung anschalten, hätte ich gesagt. Mal alles auf Vollgas. Die kann man nicht drücken. Wunderbar, dann tun wir das hier mal. Das ist Scheibenheizung. Das ist Klima. Was wählen wir hier aus? Was wählen wir hier aus? Dachluken wollte ich eigentlich nicht offen haben. Jetzt ist sie zu. Gut, aber wir haben mal die Heizung an. Können ja das bisschen anmachen, das Gebläse. Ja, dann würde ich sagen, stellen wir die Zeit nach vorne. Dann kann es auch gleich losgehen. So, eine Schönen Dame guten noch. Tag. Moin. Und ein Junge. Und ein Herr. Hallo. Guten Tag. Nochmal Guten ein Herr. Morgen. Guten Tag. Ja, dann kann man die Türen schließen. Warten auf das Abfahrtssignal. Genau, bitte abfahren. Wunderbar. Und los geht's. 11 Uhr Schlag. Pünktlich geht's los. Heute mal unterwegs mit einem Gelenkbus, mit einem schönen MAN Lion City. Den habe ich mir extra für die Tour mal runtergeladen, weil ich mir dachte, grüne Ampel. Der passt wunderbar hier zu. Die Leute sind doch relativ viele hier auf der Tour. Ja, das ist eine zu früh. Oder eine zu. Das war diese Station, Wilhelm Meyer. Nein. Wilhelm Meyer war das. So. Genau. Da will jemand aussteigen. Machen wir die Türe auch noch auf. Hallo. Guten Tag. Und hier vorne zu. Hinten auch. Kommt was? Nein, es kommt nichts. Und los geht's. In Richtung Kugelbruchplatz. Bisschen laut die Signale oder die Warntöne von dem Bus, aber ja, es klappt wohl ganz gut.
Bisschen hier doof, dass man hier rumschwenkt und man nicht direkt auf den Entwerter gucken kann und muss tausendmal hier rumschwenken, aber mach ich halt dann mit der Maus so ein bisschen gucken. So, Ampel, schaltet auf grün, wunderbar. Taxi. Ich dachte mir, wir fahren heute mal mit so einem Bus oder mit einem MAN, weil wir schon lange nicht mehr mit einem MAN gefahren sind. Eigentlich seit dem Berlin X10 Add-on. Und ich dachte mir, komm, bisschen mit so einem neueren Bus mal wir fahren oder mit einem Lion City auch. Mit dem bin ich schon lange nicht mehr gefahren. Weil ich da früher irgendwie eine andere Version hatte, die nicht funktioniert hat dann. Und ja. So, und drum habe ich mir gedacht, komm, jetzt probierst du es nochmal, nimmst die von Mainz. Und dann funktioniert das auch. So. Hallo. Hallo. Null Punkt, wunderbar. Wunderbar, und weiter geht's. Bisschen hier durch das enge Teil hier. Ah, unser Kollege kommt. So, wir haben auch grüne Ampel, wunderbar. Und los geht's. Ne, lass mal Licht aus. Reicht auch so. Anton Meyer Park. Naja, jetzt fahren wir Richtung Hauptbahnhof, genau. Ja, es ist schon lange kein OMSI 2 mehr gekommen auf meinem Kanal. Es lag daran, dass ich ein bisschen, ja, wie soll man sagen, Stress hatte ich eigentlich keinen, aber es war halt so schwierig, irgendwie eine Map zu finden, die mir auch gefällt irgendwie. Und ja, ich habe mir halt dann überlegt, komm, Baumgarten könntest du fahren. Ich habe mit meiner OMSI-Gruppe nachgefragt. Ja, die haben dann auch gemeint, ja. Warum nicht? Ist eine ganz nette Karte eigentlich. Um die Airport Addon könnte man vielleicht noch fahren, meinten sie. Ups, ja, warum nicht? Vorne noch zu. Und ja, drum, jetzt geht's weiter hier auf Baumgarten. Vielleicht fahre ich da nochmal eine Linie, aber ich weiß es noch nicht. Vielleicht fahre ich die U3 Schienenersatzverkehr, das weiß ich aber noch nicht. Und dann denke ich, werden wir OMSI die Airport Addon fahren oder. Ja, wir brauchen noch. Wir brauchen noch irgendeine Karte bis zum Sommer durch. Entweder fahren wir doch nochmal X10 Addon oder ich gucke nochmal, ob ich nicht irgendeine finde und die mir installiere. Oder mir jemand hilft. Weil bei größeren Maps, wo ich dann wieder Zusatz-Downloads habe, es funktioniert nicht. Entweder habe ich dann Himmel und keine Ahnung was alles und ich weiß nicht, warum es nicht funktioniert. Guten Tag. Türen zu. Wunderbar, und weiter geht's. Oh ja, wunderbar, passt ja. Und ab in den Tunnel geht's jetzt dann. Und ja, jetzt müssen wir halt ein bisschen gucken, ob es irgendwie eine Karte gibt. Vielleicht fahre ich die Map Stettin oder was da gab, die fiktive Fictionally Stettin oder was, wie die hieß, die Map. Ja, die fand ich eigentlich ganz nett, muss ich sagen. Vielleicht spiele ich die doch noch, weil die ja war eine nette Karte. Kann man mal wieder mit dem Solaris Urbino fahren. Vielleicht fahren wir auch mal mit dem Scania City weit. Das weiß ich noch nicht, aber ich denke wohl. Weil auf dem Bus hätte ich auch mal Lust, irgendwie. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Moin. Ja, Bus wird doch ganz schön voll. Ich denke, der wird am Hauptbahnhof auch noch mal voll. Oh, wie man es hier sieht. Relativ voll. Gut, dass wir ein Dings genommen haben hier. Einen Line City, also einen Gelenkbus. Aber Scania City weit hätte ich auch wieder mal Lust zu fahren, weil der ist eigentlich ein ganz gemütlicher Bus, mal was komplett anderes, außer Mercedes und MAN. Hauptbahnhof. Hauptbahnhof. Umsteigemöglichkeit
Main Station. Change here for ÖBB Train Service. Hallo. Hallo. Einmal Schüler, hallo. Bitte. Hallo. Oh, steigen doch gar nicht so viele ein. Ich dachte, es steigen mehr ein. Zack, und los geht's. Wie viel Zeit haben wir für Frühung? Wunderbar, das passt. Und weiter geht's. Ich muss echt sagen, der Bus gefällt mir richtig gut. Also, MAN Light City ist ein geiler Bus. Er zieht gut, also wenn man mal irgendwo auf einer Straße fahren will, es gibt noch eine ältere Version. Boah, was ist denn das? Ja, genau. Das ist ja unglaublich. Er hat da seinen Führerschein gewonnen, oder was? Ja, ich habe meinen Führerschein gewonnen, Leute. Da fährt die U3 SEV. Werde ich auch mal noch fahren, denke ich. Ja, ich glaube wohl, dass es der SEV ist. Ja. Steht mal USEV, glaube ich, in der Ferne. Ich glaube wohl, mit dem werden wir auch mal fahren. Da drüben dann halten. Ja, das ja, da drüben hält man dann, genau, wunderbar. Ja, wir müssen wir weiter. Keine Zeit verlieren. Abfahrt ist wieder und los geht's. Wir haben noch ein Stückchen vor uns auf der Tour. Bisschen Überland auch. Bisschen das dieses Hupen ist mir ein bisschen zu laut, muss ich echt sagen. Los geht's. Auto kommt keins. Oh doch, da kam eins. Hä, wo kommt das jetzt her? Keine Ahnung. Naja, egal. Gut, dass wir die Collie aus haben. Kollege. Auch mit Gelenk. Lup. So. So, gehen wir Gas wieder. Wunderbar. Ja, was auch in der nächsten Zeit kommen wird, da freue ich mich auch richtig drauf, ist das Tram-Addon für Clapback-Addon. Die NF6 irgendwas war das, Straßenbahn, da freue ich mich echt darüber, wenn das kommt, dann werden wir auch mal ein bisschen Straßenbahn fahren. Das habe ich so ein bisschen vermisst, auch in OMSI, Hallo. Mal ein bisschen Straßenbahn zu fahren und so. Und echt, also, ist eine schöne Sache, wenn das kommt, muss ich echt sagen, freue ich mich drauf. Rüber. Da müssten wir dann weiterfahren mit der U3 SEV. Margaretengasse. Mhm. So, kommt nichts. Wunderbar. Und weiter geht's wieder. Aber ich muss sagen, die Ansagen sind hier richtig geil. Also die Map kann ich echt empfehlen, wer die noch nie gespielt hat oder so. Gibt es ja jetzt schon seit, ja, 2014, glaube ich. Also der kann gerne die Map, hallo, spielen. Ist eine richtig geile Map. Hallo. Kann man nur empfehlen. Spielt in Österreich natürlich. Ist ja ganz einfach zu installieren. Wir sind ein bisschen zu früh. Man, ja, tut einfach die Exe installieren und fertig. Dann war's das. Dann ist die Map schon oben. So, und weiter geht's, würde ich sagen. Ich muss sagen, ein bisschen doof ist es bei dem Bus, dass die Symbole hier ein bisschen zu hell sind und zu krass sind. Das ist der einzige Nachteil von dem, aber sonst ist es eigentlich ganz nett. Das Dorf an Gürtel. Sehr geehrte Fahrgäste, hier spricht Ihr Busfahrer. Wegen Bauarbeiten im Bereich Gudersdorfer Gürtel verkehrt dieser Bus nicht über Michael-Gamper-Platz. Fahrgäste mit dem Reiseziel Michael-Gamper-Platz steigen bitte hier in die Linie 31 um. Dankeschön.
Ja, muss ich echt sagen, geile Ansage. Schade, dass die Linie 31 hier noch nicht gibt und dass die Baustelle immer noch besteht. Ich hoffe, dass das jetzt mal auch sich ändert mal oder dass dann ein Update mal von der Map käme. Das wäre auch richtig geil, weil die Map hätte echt Potenzial noch für mehr. Steigen hinten ein, gut, dann machen wir vorne zu. Ja, steig hinten ein, jetzt brauchst du auch nicht mehr nach vorne laufen. ,5, wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt. Wir sind jetzt Rudersdorfer Gürtel, wir haben Mühlenweg, Weingarten, Toni Eber, Ebner Straße. Dann kommt die Messe-Scheiße und dann geht's ja schon raus aufs Ländliche. Ja, gut, Türen schließen. Blinker rein, gucken, Auto kommt nicht und los geht's. Dann bleiben wir gleich auf der Spur. Mühlweg, jo, genau. Bisschen das Stadtviertelchen wieder hier. Da eine Wohnsiedlung. Dürfen nur 30 fahren, haben eh genügend Zeit, aber von dem her ein bisschen langsam können wir tun. Ganz gemütlich hier mal durchschlängeln. Vorne wird es eh eng ein bisschen. Ein paar knifflige Stellen sind schon drinnen. Es wird auch nur knifflige Stellen, wenn man außerorts sind. Wenn wir Richtung Moosanger rauffahren, da wird es dann nochmal ein bisschen knifflig. Da ist ein paar enge Stellen drinnen. Aber das sollten wir eigentlich schaffen. Hallo. Moin. Guten Tag. Guten Tag. So, hinten die Tür ist zu. Willst du noch eine Fahrkarte? Nein, gut. Wollt ihr einsteigen noch? Nein, die wollen nicht einsteigen. Wunderbar, dann fahren wir wieder. So. Da müssen wir rechts rein in die Weingartenstraße. Hallo Auto, wo bist du hin? Du wiegst hier ab. Und weiter geht's. Ach, vorne ist schon der Halt. So. Hallo. Guten Tag. Hallo. Keiner eine Fahrkarte? Gut. So, da geht's. 00, das passt perfekt. Dieses Open hier, das macht mich noch krank, ey. Es darf bloß nichts entgegenkommen, weil dann wird's echt eng. Toni Ebner Straße und dann geht's in Richtung Messe. Ganz schön eng. Hinten sind wir schon aufgesessen. So, aber jetzt raus hier. Da vorne ist unser nächster Halt. Ich muss hier sagen, echt, hier ist viel auf der Map mit eine Baustelle und so gemacht, muss ich echt sagen, gefällt mir richtig gut. Weiter geht's. So, schleichen wir hier raus in Richtung Messe. Ich glaube, jetzt kommt Messe. Ich weiß es nicht ganz, aber ich glaube wohl. Messe. Jo, genau. Da kommt nichts. Rote Ampel, da kommt die Linie 17 in Richtung Albert Schleißer, der Albert Fleischer Platz.
Schaut's aus. Ampel, möchtest du dich wieder wenden zum Guten? Kommt ja nichts. Und weiter geht's. Ganz schön eng. Eieieiei. Da möchte einer mit Fahrstuhl aussteigen, okay. Die erste Ausfahrt in Richtung Messe. H&M, Lawine, to Baumarkt. Immer was zu tun. So, da müssen wir geradeaus drauf zu. Fahren wir unsere Linie 17 hinterher. Willst du jetzt doch noch einsteigen, Mann? Hallo. Guten Tag. Und weiter geht's. Messe, Halle 3 bis 7. Messe erinnert mich so ein bisschen an, ja, den Shuttlebus in der Hannover Messe. Da möchte niemand einsteigen, weil da gab es dann nämlich auch so einen Shuttlebus, nämlich von Halle 7 zu 9 etc. etc. Und ja, das erinnert mich so ein bisschen. Ich denke, Gamescom wird es sowas auch geben, denke ich mal. Ne, Gamescom nicht, aber Hannover Messe ein bisschen größer, glaube ich. Ja, das Freigelände, da warten aber schon Leute auf uns. Da endet auch die Linie 14. Naja, da muss ein Teil will zu dem. So. Wunderbar, der fährt. Hallo. Guten Tag. So, werden erneut angefahren. Die letzten beiden Handen stellen wir erneut angefahren und drehen wir uns im Kreis. Ja, mir wird schlecht, wenn ich mit 30 in der Kurve war. Jetzt können wir uns so Zeit lassen. Sind eh noch gut in der Zeit. Boah, eine Minute Verfrühung, das passt. Eine Minute Verspätung. Möchte da jemand einsteigen? Gut. Dann holen wir einfach mal. Sich was getan. Eine Minute fünf, ja, das ist nicht Verspätung, glaube ich. Das ist Verfrühung. Ich kann aber hier mal drauf gucken gleich. Wann müssen wir fahren? In einer Minute, oder? So, jetzt machen wir hier ein kleines Thumbnail, denke ich mal gleich. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Ein Thumbnail für das Let's Play, dann können wir wieder einsteigen, Türen zu. Ja, würde ich sagen, gehen wir Gas. So, wo war das geradeaus, glaube ich. Zweite Ausfahrt, einmal im Kreisverkehr.
So, das wird jetzt aber knifflig. Und weiter geht's. Wir müssen Richtung Mosanger. Holla. Wir sollten nicht darüber fahren. Wir sollten keinen Geisterfahrer machen. So, aber jetzt 60. Das ist sehr schön. Lala. Ein sehr komischer Weg da. Mosanger Badesee. Ah, jetzt wollen die Leute zum Baden. Guten Tag. Ah, die mittlere Tür zu gleich mal. Bisschen Zeit haben wir ja noch. Vielleicht springt es gleich um. Jo, machen wir zu. Und dann können wir auch fahren. Ja, die Berliner U-Bahn. Ja, eigentlich Berliner U-Bahn. So viel haben wir ja nicht mehr eigentlich. Wir sind jetzt. Eckerweg, wir sind Badesee. Da haben wir am Biberbaum, Eckerweg, Rosenwirt, Tennisweg. Mosanger Haslachweg und Schichtenweg. Gut, wunderbar. Da kommt nichts, dann gehen wir knall das. Am Biberbaum. Jo, am Biberbaum. Wenn wir wieder hier rauskommen von unserer Hangfahrt, dann müssen wir hier geradeaus noch. So, jetzt wird es dann ein bisschen eng. Gleich mal gucken, dass wir hier weit ausholen, wenn kein Auto kommt, aber normalerweise nicht. So. Eberbaum, wollte da jemand aussteigen? Ja, da wollte jemand aussteigen, gut. Soll er dies tun? Türe zu, zacki, wusch und weiter geht's. Ah, ist das eng. Jetzt wird's eng. Jetzt haben wir mal Stufe 1 rein, dass er nicht schaltet. Ja, schon ein bisschen knifflig, würde ich sagen, hier rauf mit einem Gelenk. Aber bislang klappt es eigentlich ganz gut. So, da ist der Mosanger Badesee. Da unten haben wir doch irgendwo gehalten. Bisschen hinten aufsitzen, dumme, aber das können wir jetzt nicht verhindern. So. Haben wir unser Bremspedal wieder? Alter Vater.
Gut, dass wir die erste Stufe drin haben. Ja, da geht ja jemand. Konzentration gerade bei mir. Und wollen wir hier einsteigen? Vier Minuten nach Verschrühung, haut zu. Guten Tag. Ja, Verfrühung haben wir einiges. Hallo. Guten Tag. So, wo wir hier so gemütlich durchschlängeln uns. Wow. Ja, ich fahr schlecht, klar. Wenn ich mich hier mit 20 km runterschleiche, im Schneckentempo. Ja, mir wird schlecht, klar. Mir wird auch schlecht bei ihrem Gesülze. Kugelbuchplatz? Hallo? Hier hat sich was verstellt, würde ich mal sagen. So, jetzt macht's Sinn wieder. So, Tennisweg nochmal. Wollen die mitfahren? Also jemand aussteigen, Türen zu und weiter geht's. So, in Richtung. Aber Fleischhackerplatz wollen wir nicht. Wir wollen in Richtung Moosanger. Und los geht's, die U-Bahn wieder. So, vergessen die erste Stufe rauszusuchen, jetzt geht's aber wieder. Moosanger Gartenanlage. Mich würde es mal echt interessieren, wenn es hier mal weitergehen würde, hier hinten raus. Von mir aus auch dann von Moosanger weg, dass man von da oben wegfährt. Oder vom Messe wegfährt und dann in Richtung, keine Ahnung, irgendeiner Station, dass man da so eine Überlang-Map noch macht, so ein bisschen draus. Das würde echt noch zu der Map gut passen. Da hätte ich echt nur Lust, so eine kleine Linie, so Linie 19, Linie 20. Linie 20 gibt es ja noch nicht. So, Moosanger, Hasselblatt. Die letzte Haltestelle vor unserer Endhaltestelle. Hallo. Guten Tag. Wie viele sitzen denn noch drin in dem Ganzen? So viel nicht mehr. Zum Schluss wird's leer. Türen zu. So, und das war's dann aber auch von unserem Let's Play wieder. Denn die Endhaltestelle haben wir dann erreicht. So, eine Ansage. Ja, genau, darauf warte ich eigentlich. Moosanger Fichtenweg. Ja, Moosanger Fichtenweg. Dieser Bus endet hier. Wir bedanken uns in Team BGVB, also Team Baumgarten, dass sie mit uns gefahren sind.
Und ja, ich würde sagen, das war's zu diesem Let's Play auch wieder. Und ja, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da oder ein Kommi. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns, wenn es hier wieder weitergeht in OMSI 2 auf irgendeiner Map. Und ja, ich würde sagen, tschüss.